Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind hier bei der One Conference in Ulm und wir sind wieder zu früh. Eigentlich nicht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir haben exklusive Einblicke versprochen bekommen für unseren Vlog jetzt. Und genau. Mein Bruder ist dabei, der wird heute im Film-Crew-Team mitfilmen. Das heißt, ihr kriegt auch richtig nice Aufnahmen. Wir vloggen erst ein bisschen und ich denke mal bei so Minute 3 oder 4 wird dann unser Recap kommen. Viel Spaß! Freut euch! Genau, in der Halle und hier wird schon schön Soundcheck gemacht, richtig laut. Also hier sieht man jetzt nochmal die Halle. Ultra groß. Da unten, da ist die Technikbühne und da, wie man sieht, natürlich die Bühne. Hier hinter uns ist jetzt Einlass. Aber bleibt dran, danach zeigen wir euch noch ein paar exklusive Einblicke. Also dranbleiben und Recap schauen und Daumen hoch. This is our time, this is our chance. Let's get it loud, we take a stand. And we won't stop, cause we have all. Ich glaube, wenn wir das neu verstehen als eine Generation, dass Jesus nicht nur ein Teil unseres Lebens ist, dass er nicht nur das Little Light of Mine ist, dass er nicht nur die Box hineinpasst, sondern dass er absolute König ist, dann beugen wir unsere Knie und sagen, Jesus, unser ganzes Leben gehört dir. Wir wollen dir dienen, wir wollen dir alles hingeben und wir wollen diese Generation sein, die radikal für dich lebt. Deswegen gehen wir dabei. Hier sehen wir den Tourbus von Planet Shakers. Mega, mega nice. Hier geht's rein. Zweite Etage da oben. Hier geht's. Wir erklären euch jetzt mal, wo wir überhaupt sind. Also wir sind gerade auf der One Move Konferenz. Movement Konferenz. Wir sind gerade auf der One Movement Konferenz. Und das kommt von Youth Alive, wem das vielleicht was sagt. Und die machen jetzt diese Konferenz und packen heute Abend das ganze Setup wieder ein und fahren es nach Düsseldorf, weil es am Mittwoch, Donnerstag ist ja schulfrei, am Mittwoch
das Ganze fahren sie alles wieder auf. Dann kommt Elevation Worship zu denen. Die sind zum ersten Mal in Deutschland. Also wer noch kein Ticket hat, der dürfte euch gerne noch Tickets holen. Wenn es noch nicht Mittwoch ist, am 29. treten die da auf. Genau, und gleich spielt Ben & Shakers, dann mal unser Soundcheck. Genau. Eigentlich super cool, weil die eben total darauf achten, auf die neue Generation, auf die Jugendlichen, um einfach die Scheuklappen mal wegzunehmen. Also wir haben gleich die Möglichkeit, mit Plan & Shakers ein Q&A zu machen. Genau, und wir gehen jetzt da gleich mal hin und sind schon sehr gespannt. Wir sind jetzt im Q&A mit Plan & Shakers. Auch von mir. You bite off two corners. Und du beißt zwei Ecken ab. Yes. And then you put it in your hot drink. Und dann steckst du es in deinen Tee zum Beispiel. And you suck the hot drink through it. Und dann saugst du das heiße Getränk durch diesen Keks, durch den Strohhalm. It's called a Tim Tam Slam. Und das nennt man einen Tim Tam Slam. Change your life. Das war die Tageskonferenz und jetzt kommt unser cooles Recap vom Planet Shakers Konzert. Wir waren gerade im Q&A von Plan & Shakers und die Frage war, die wir beantwortet bekommen haben, ohne sie zu stellen, die Frage war, wie schreibt ihr die Songs und auf welche Art schreibt ihr zusammen oder allein? Und was ich super interessant fand, sie kriegen ihre Kreativität durch, also die Gemeinde Plan & Shakers in Australien, Melbourne, die hat immer ein Wort oder ein Motto für jedes Jahr und daran orientiert sich das Album fürs nächste Jahr. Das heißt, daran kriegen sie die Inspiration und dann schreiben sie dann zusammen die Lieder dafür. Wir sind jetzt gerade hier. Hier geht's zur Bühne. Hier. Und da geht's jetzt gleich hoch. Wir gehen mal hoch. Hier liegen die Mikrofone. Blaues Licht. Warum blaues Licht? Das sieht man nicht so wie weißes Licht. Hier geht's auf die Bühne hoch. Wir hoffen, euch hat der Plan & Shakers Recap gefallen und unser ganzes Video. Ihr dürft uns gerne abonnieren, da freuen wir uns. Und Daumen nach oben geben. Wir sind... Das ist Plan & Shakers, er ist an uns vorbei. Wir sind heute Morgen um... Ich war so knapp an ihm. Wir sind heute Morgen um 4:30 aufgestanden und müssen jetzt noch 3 Stunden nach Hause fahren.
Deswegen sind wir ziemlich kaputt. Einer muss noch auf dem Weg nach Hause schneiden, weil wir versuchen, das jetzt am Sonntag zu veröffentlichen. Ja. Deswegen... Tschüss. Wir sind müde. Gute Nacht.